Hallo und willkommen zurück in No Man's Sky in der Expedition und in der Zwischenzeit hat sich die Expedition entwickelt und zwar die Gemeinschaftsexpedition. Die nächste Stufe ist erledigt. Liquidatorarm links. Bam. Sehr schön. Expeditionsbelohnung erhalten, geläutert durch Feuer Nummer 2. Es geht voran. Als Weiterentwicklung des schweren Exofahrzeughybrids Minotaurus ist der Liquidator eine hochmoderne, schwere Kampfeinheit entwickelt für den Einsatz unter härtesten Bedingungen. Diese Gliedmaßen Überbrückung funktioniert auch als eigenes Kampfsystem. Es setzt Hochgeschwindigkeitsbetäubungsgeschosse ein, perfekt dazu geeignet, die Gegner an Ort und Stelle zu binden, während du auf kurze Distanz vorrückst. Das ist in Ordnung. Ich danke vielmals. So. Gut. Okay, eins passt mir aber immer noch nicht. Hier. Ja, gefällt mir einigermaßen besser. Wir gucken mal, wie sich das so. Oh, ich wollte dich nicht anschießen. Es ist nur ein Audiotest. Ich will irgendwas abbauen. Mir schon wieder zu leise. Ja. Ich hätte gern mehr Audio-Optionen. Ja, damit kann ich leben. So. Aber mal abgesehen von dem, wir wollen endlich weiterreisen. Es wird einfach nur Zeit. Hier kann ich sowieso nichts bauen. Ich könnte eigentlich mal einen Basiscomputer stellen. Aber das machen wir erst beim nächsten Treffpunkt, würde ich sagen. So. Ab in den Weltraum. Und nun wollen wir dahin. Ich habe keinen Treibstoff in meinem Hyperantrieb. Das ist schlecht. Wo ist er denn? 16% ist zu wenig. Ich müsste eine Warpzelle herstellen. Kann ich denn eine Warpzelle herstellen? Kann ich Antimaterie herstellen? Nein, mir fehlt chromatisches Metall. Das ist ja mies. Achso, und ich habe keinen Kupfer, ne? Habe ich recht oder habe ich recht? Kupfer gibt es eh überall. Das sieht ja komisch aus auf der Planetenoberfläche. Okay. Ja, wir landen doch nochmal und besorgen uns einen Schwung Kupfer. Zwangsläufig. Bremsen. Gebäude, das ist nett. Ich hätte aber lieber Abbaugründe gesehen. Ah, es könnte Kupfer sein. Bin mir unsicher.
Opfer. Sehr gut. Dum-dum-dum-dum. Und rein in meine Tasche mit dem Kupfer. Zumindest sobald ich die Waffenladung wieder erneuert habe. So, ziehen hier erstmal eine Linie rein. So, wir gönnen uns jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, also mit minimaler Kugel. Ich bin faul und will nicht so viele Spots dafür abgehen. Das ist der simple und einfache Grund. Ja, ja. Wir sind wie kleine Gimlis. Wir schürfen und schürfen. Aber nicht zu tief. Klumpen wird's kleiner. Stetig. Und die Waffenladung ist natürlich wieder aufgebraucht. Das ist aber vollkommen okay. Das Kupfer gehört uns. Wie viel ist es denn geworden? 526. Das ist eigentlich ein ganz akzeptabler Wert. So. Und wenn wir hier schon rumstehen. Machen wir den hier. Füllen da mal auf. Und machen ein bisschen. Komm, wir machen mal die Hälfte. Ist das okay? Ich hoffe ja. Wie viel brauchte ich für die Antimaterie? 25, ja, dann ist das okay. Dann kann ich ein paar machen. Wie viele kann ich denn davon noch machen? Theoretisch. Mehr als genug. Dann mache ich mal 4. Dann habe ich nämlich 5. Das klingt eigentlich ganz passabel. So, wir können eigentlich die ja mal aufmachen. Gut. Gut. Ja, die kann ich verkaufen. Dann haben wir das nämlich auch ratzfatz erledigt. Der hier ist fertig. Spartaner Nieser. So. Und dann machen wir hier mal 5 davon. Und dann machen wir mal 5 davon. Ab ins Raumschiff. Ne, das kann hier bleiben. Sehr schön. Dich nehmen wir wieder mit. Steigen ein. Und mal. Ballern da mal nur 2 rein.
Gut, 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 gut. Und düsen los. Jetzt können wir nämlich auch ab zum nächsten Treffpunkt. Beziehungsweise zum Abwurfpunkt. So. Nee, nicht Herz der Galaxie. Expeditionsroute. Da. Schön. Und da sind wir. Schön, schön, schön. Ja, da ist unser Ziel, aber ich glaube, wir düsen erstmal, da wir in der Nähe sind, in die Raumstation. Technologiekaufmann. Ja, er kriegt jetzt meine Technologie. Denn ich brauche ja noch ein paar Planeten. Gib Nanit aus für Technologie-Upgrades. Nee. Ich will Technologie-Upgrades verkaufen. Hi. Na? Wie geht's? Kann ich zu dir vielleicht Dinge andrehen? Na, guck mal einer an. Hier, die brauche ich nicht. Und die brauche ich nicht. Ah, ich habe es auch abgeschlossen. Die brauche ich auch nicht. Danke. Mein Stand abgeschlossen. Blutiger Schaum. Wir haben 6000 Naniten verdient. Ganz entspannt und ganz geschmeidig halt. Und holen uns ab. Hier. Bam. Ach so, ja, wir kriegen Slots. Brauche ich nicht. Expeditionsbelohnung erhalten, blutiger Schaum und wir kriegen ja Inventarplätze und 2500 Projektilmunition. Ist jetzt gerade nicht so nötig, aber ich nehme es trotzdem. Gut. Soweit, so gut. Das kann ins Raumschiff. Und du kommst wieder hier unten hin. Wir haben fast 9000 Munition. Ich denke, damit kommen wir im Moment zurecht. So, 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 so. Verkaufen muss ich gerade eigentlich nicht so richtig. Es ging mir jetzt eigentlich nur um die Dinger. Wir können höchstens mal schauen, welcher bist denn du? Du bist ja für einen Exo-Anzug, oder? Ja, genau. Ja, das ist mir aber egal. Du bist Multitool. Da ist niemand. Da ist auch niemand. Hi. Raumschiff. So. Hey. Na, wie geht's? Reaktor der S-Klasse. Überlegene Raumschiff-Generator. Ja, Unterkomponente. Ach nee, das sind diese Kerne. Ja, nee. Nee, nee, nee. Das ist Hyperantriebmodul wäre das, was mir lieb wäre. Aber da kriege ich maximal 1 in B. Ja. Und ich glaube 1 in C. Ja. Damit wir halt einfach weiter springen können. Das ist mir gerade so eine Relevanz, die existiert. Gut. Bauen wir sie ein. Wie baue ich sie ein? Nehmen wir mal den. Machen wir so. Ballern wir noch den dran.
So, jetzt haben wir 347 Reichweite. Das ist doch schon viel angenehmer. Genau. Ersparnis haben wir keine, aber das ist nicht ganz so wichtig. So würde ich mal so sagen. Der kann damit hin. Raketenwerfer könnte ich eigentlich ausbauen, aber spielt keine Rolle. So, da ist mein Schiff. Dann können wir auch schon zum Treffpunkt. Da müssen wir auch wahrscheinlich wieder rumballern. So. Rein da. So, was haben wir da? Scharfer Planet, natürlich. Also sehr giftig, sieht man schon am Pilzschimmel. Schön, schön, schön. Muss natürlich wieder der Planet sein, der hier am Arsch des Systems ist. Natürlich. Riddle 3. Aha, aha, aha. Ammoniak, Salz und natürlich Kupfer. Ja, und abscheuliche Brut, das ist klar. Das wird bei sämtlichen Abwurfzonen so sein. Davon gehe ich schwer aus. Ich könnte mal hier so ein bisschen, hier. Ja, das ist doch ganz angenehm. Ne, das brauche ich noch nicht. So, ah, wir sind... Nee, halt. Ich bin nicht zu irgendeinem x-beliebigen seiner Base. Ich will zum Abwurfpunkt. So. Ah, ich habe den Planet erreicht. Ungefährer Standort ist hier. Da drüben ist was. Mal was, was noch näher ist. Richtig. Ich lande erstmal. Gucken wir mal, in welche Richtung wir sollen. So. Riddle 3. Okay, okay, okay. Aha, 500 U in die Richtung. 500 U. Das ist eigentlich alles zu weit weg. Aber es geht zumindest in diese Richtung. Achso. Jetzt muss ich. So, es geht in diese Richtung. Entspannte 500 U. Das ist jetzt gar nicht mal weit. Ah, das muss hier sein. Okay, okay. Dann landen wir da vorne. Ah, ja. Hier. Schön, schön. Aha, aha. Ich habe ohne Ende Munition, also kommt, versucht es, seid doof. Mir doch egal.
Schwarm löst sich auf. Nice. So. Hallo. Na? Wie geht's denn so? Oh. Danke. Das nehmen wir auch mit. Kann man immer gebrauchen. Und dann gucken wir mal Vorhut Info Cache. Jawohl. Eure Vorhuthelden haben einen abscheulichen Befall entdeckt, der sich in diesem Sektor ausbreitet. Alle lokalen Säuberungseinheiten werden hiermit als aktiviert betrachtet. Meldet euch unverzüglich am nächstgelegenen Treffpunkt zum Dienst. Befehl bestätigen natürlich wieder. Ich werde meinen Teil leisten. Natürlich. Mein Schild abgeschlossen. Abwurfzone 2. Den zweiten Abwurfzone erreicht. Ja. Das haben wir wohl. So, das können wir mal ganz fix hier. Da. Hier brauche ich nicht. Expeditionsbelohnung erhalten. Abwurfzone 2. Willkommen an Inventarplätze, Naniten und noch mehr Munition. Danke und schönen Tag. So. Ne, da hat er jetzt hier aber das Falsche, ne? Hier, Beta-Befall. Der ist da. Okay. Ja, na klar. Oh, warte mal, ich muss doch im Sturm noch rumrennen, oder? Jawohl! Mein Stand abgeschlossen. Schneeblind. 1400 Uhr durch den Sturm gelaufen. Das habe ich getan. Das ist krass, ne? So. Wo ist denn das? Hier. Holen wir uns natürlich auch. Expeditionsbelohnung erhalten. Schneeblind. Wir bekommen Lebenserhaltungs-Upgrade und Bewegungssystem-Upgrade. Oh. Ist, ist okay. Mein Inventar freut sich. So. Hier will ich hin. Oh, nee. Warum gibt es hier Nachrichten? Ich hasse das. Das ist so lästig. Oh, 5 Millionen von den Dingern. Und hier soll ich jetzt kämpfen? Echt? Alter, das nervt mich jetzt schon. Dieser Bullshit. Nun, ich würde sagen, der Schwarm hat sich erledigt. Beseitige den Befall, das habe ich getan. Achso, ich muss da noch rein. Boah. Verdammte Hacke. Ich lass mal raten, hier gibt es keine zweite Tür. Genau. Ja, ja. So, jetzt gibt es natürlich dann wieder keine Meldung und nichts. Also keine Abschlussmeldung von dem, was ich getan habe. Weil natürlich wieder diese 5 Millionen Nachrichten, die hier rumstehen, sinnloserweise das alles blockieren im Spiel. So, wir hauen mal hier die Restsubstanz weg. Die soll mir jetzt tatsächlich egal sein. So, ich wische den verbleibenden Schleim vom Terminal. Die Logbucheinträge des Liquidators sind wieder verfügbar. Hier folgt das Testament von Liquidator Nummer 3813G von der Vorhut. Schwarm um Schwarm vernichtet, unzählige Kolonien gesäubert. Und doch kommen sie immer wieder, wuchern ungehemmt. Sie würden uns verschlingen.
wenn nicht die Vorhut ihre Opfer bringen wird. Okay, sieh, wie die Mutter ihre Larven schützt. Stell dir nur vor, was sie tun würde, wenn wir sie nicht ungestört vermehren ließen. Und so habe ich dieses Nest für dich markiert, Liquidator. Diesen wimmelnden Schwarm abscheulichen Befalls. Wenn du dies liest, dann hast du deinen Teil getan. Das habe ich. So. Ja, Musik gibt's nicht. Die Meldung ist instant weg, natürlich. Ja, das will ich alles wissen. Das ist so relevant. Ihr seid der Hit. Ja, wir haben es abgeschlossen. Sollte ich das hier überhaupt jetzt abholen? Ja, das könnte vielleicht gehen, weil ich jetzt außerhalb stehe. Ja. Aufprallzünder. Hm. Multiwerkzeugklasse wurde verbessert. Expeditionsbelohnung erhalten. Befall Beta. Ja, Multiwerkzeug-Upgrade, Impulswerfer. Jetzt geht's richtig los. Jetzt wird's schön. Ja, das ist doch egal. Wir steigen mal ein. Dann muss ich mal gucken. Platz habe ich ja keinen wirklich. Okay, was habe ich denn jetzt gekriegt? Ich habe den Impulswerfer und zwei A-Module. Okay. Und bauen könnte ich noch die beiden. Was ich aber nicht bauen kann, da mir die Teile fehlen. Okay. Ach nee, das ist der Impulswerfer an sich. Mir geht es nur um den. Ich bräuchte Phosphor. Okay, hermetische Siegel kann ich bauen. Und den Kabelbaum kriege ich auch zusammen. Okay. Das heißt, ja, das sollte funktionieren. Der dürfte auf jeden Fall schwächer sein, aber ich schieße lieber mit ihm. Schwächer spielt aber auch tatsächlich gerade keine Rolle. Ich würde das mal ins Raumschiff lagern. So. 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 Und du auch. So. Dann ist der Platz frei. Dann erstmal hoch. Erstmal die Waffe. Kommt natürlich auf den Slot. Wie sich das gehört. Ah, und jetzt habe ich einen Slot auch hier. Das ist natürlich geil. So, dann haben wir den Impulswerfer. So, und jetzt haben wir hier noch. Zack. Und. Zack. Und das Bessere davon. Schaden nach Ladezeit. Feuerrate. Ich glaube, in dem Fall hätte ich lieber gern die Feuerrate hier drauf. Genau, aus den Gründen. Dann kommt der dahin. Und hier würde ich theoretisch den hier haben wollen. So, so bald wie möglich. Jetzt habe ich natürlich nur noch 7700, aber das ist eigentlich gar nicht so wild. Denn die 7700 reichen auch 1 Million Mal. Gut, theoretisch bräuchte ich Phosphor. Gucken wir vielleicht dann in der nächsten Folge nochmal in die Raumstation und schauen mal, ob wir es vielleicht einfach kaufen können. Und ja. Ne? Mein Raumschiff ist natürlich jetzt voll. Den Mist, das muss ich alles mal auf den Frachter packen. Machen wir auch alles in der nächsten Folge. Gut, dann sage ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, dabei sein und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao.
PlayStation.